Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild. Ich bin der Eddie und in der letzten Folge habe ich versucht, wieder ein bisschen diese Mission zu verfolgen. Und zwar habe ich versucht, hier drüben die Senden aufzustellen. Ist mir nicht gelungen. Also irgendwie mache ich da noch was falsch. So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Ich dachte, ich muss da irgendwas aktivieren. Ich habe aber zum Aktivieren nichts gefunden. Dann habe ich die Enten wieder hingestellt. Jetzt habe ich sie alle weg. Die hatte ich ja schon mal aufgestellt. Habe sie wieder hingestellt. Passiert auch nichts Neues. Vielleicht muss ich tatsächlich noch, wie man mir gesagt hat, ein Zelt dazustellen oder so ein jedenfalls irgend so ein Jagd-Dingy-Wingy-Aufbau da. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Oder habe ich was übersehen? Bin ich zu dümmlich? Soll ja vorkommen. Nee. Gut, und dann habe ich da einen Wegpunkt gesetzt. Da würde ich jetzt ganz gerne mal hingehen. Da ist irgendwie so ein Steinkreis. Ich will mir den mal angucken. Vielleicht schalten wir ja da auch irgendwas frei oder wir können ja irgendeine Trophäe finden oder irgend sowas. Jedenfalls gehen wir mal in die Richtung. Dann schauen wir uns das Ding an. Diesen Steinkreis und nachher können wir sehen, ob das hier Zeitverschwendung war, da hinzugehen oder nicht. Hier in diesem Bereich hier, der hat in der letzten Folge hier immer ein Puma gebrüllt. Leider habe ich ihn nicht gesehen. Vielleicht ist der geflüchtet und ist darüber. Oder ist irgendeiner Beute hinterher gehechelt. Ich denke, das könnte hier dieses Gebiet sein. Ja, ich werde das mal kurz anklicken. Ich glaube aber, das habe ich schon mal angetippt. Und das war irgend so ein Puma. Gebiet, oh. Tränkengebiet Puma entdeckt. Habe ich das doch noch nicht? Komisch. Ich dachte, ich habe schon. So, jetzt komme ich hier aufs Freie. Da werden wir doch mal kurz unseren Blick hier mal schweifen lassen mit dem Fernglas. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist nicht wirklich viel. Nichts ist nicht viel. Den Hirsch erschossen. Das war das Einzige, ja, was ich in der letzten Folge erlegen konnte. Ich habe ein bisschen erzählt, dass ich ein paar Tage verreist war letzte Woche mit meinem Frauli in Bochum, Starlight Express angeguckt habe, so ein Schaubergwerk angeschaut habe. War ich auch ganz nett. Kann man gut mal angucken. Also in Bochum. Dann haben wir in Bochum noch, Currywurst waren wir natürlich auch essen. Also ich habe gedacht, da in der Gegend gibt es viel mehr so Currywurstbuden. Sagt man ja immer. Ich habe einen Arbeitskollege, der ist immer ganz stolz, der kommt aus der Gegend, auf die Currywurst. Und der hat sogar in seiner Currywurstbude in Bochum, wo die ganz besonders lecker sein soll, auch schon mal für uns bei irgendeinem Geburtstag, den er gefeiert hat bei uns im Geschäft, hat er da Currywurst ausgegeben und hat extra da die Soße bestellt, weil die haben so einen Online-Laden, wo man die Soße bestellen kann. Anscheinend war auch dieser Koch da, dieser, wie heißt denn der mit diesem gedrehten Schnauzel, der Lichter oder wie auch immer der Typ heißt, keine Ahnung. Der lief da die ganze Zeit auf so einem Fernseher. Der hat anscheinend auch schon mal diese Bude besucht. Tja, ja,
Currywurst halte. Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt da kein so ein Gourmet, muss ich sagen. Und deshalb, die Soße war etwas schärfer. Also wie das man bei uns im Allgäu kennt. Im Allgäu bei uns ist ja die Currywurst anscheinend sowieso gar nichts. Weil erstens mal verwenden wir eine rote Wurst anstatt so eine weiße. Das geht ja anscheinend überhaupt nicht. Wir sind da voll die Kulturbanausen. Und ja, dann tut man halt da Ketchup drüber und dann massenhaft an Currypulver am besten. Ja, und das ist dann unsere Currywurst. Das geht ja gar nicht, gell? Erstens mal muss man da anscheinend so eine weiße Wurst verwenden und dann gibt es da so spezielles Curry-Ketchup, also schärfliches Ketchup. Ja, warum nicht? Komm, Eis essen. Meine Meinung ist eine genauso wie das andere. Ich bin da pflegeleicht. Wie gesagt. Ich kann auch 4-5 Mal hintereinander das gleiche essen. Habe ich kein Problem damit. Hauptsache irgendwas im Magen. So. Wo habe ich jetzt diesen komischen Steinkreis gesehen? War das das hier? Ey, das hier war's. Hier ist nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber, warte, ich nehme mal den Wegpunkt weg. Jedenfalls waren wir jetzt mal hier. Das ist so ein Schutzwall, ne? So ein Hexending. Egal, was hier kommt, der Puma oder wie auch immer, hier kann uns nichts irgendwas anhaben. Ich sage ich doch. Guck mal. Okay. Maultierhirsch. Eddie. Du solltest nicht solche Dinge tun. Was habe ich gerade gesagt? Ja, jetzt haben wir es wieder geschafft. Einen einzigen Hirsch. Letzte Folge. Ja, gut, den haben wir sehr gut erwischt. Damit können wir uns brüsten, aber sonst. Mann, Mann, Mann. Das mit der Art, das hat auch nicht geklappt. Was haben wir denn sonst noch? Komm, wir gucken mal, was wir sonst noch für Missionen haben. Herausforderungskreis. Hoi! Ja, da schon her. Warum habe ich das eigentlich noch nicht gesehen? Bei den ganzen Dingsbums handelt es sich um spirituelle Artefakte, wie manche vermutet haben, sondern um Herausforderungen. Ich erkläre es dir. Übung macht dich geschickt, aber Herausforderungen machen den Meister. Ich bin nur deshalb zweimal nacheinander Landesmeisterin beim Scharfschießen geworden, weil ich mich ständig selbst herausgefordert habe. Suche die Steinkreise und erreiche alle Herausforderungsziele von Carolina. Suche die Steinkreise. Was muss ich denn hier machen? Muss ich irgendwas machen? Ach,
Die hat mal irgendwas erzählt am Anfang, die Lady. Aber was? Ich muss hier auf irgendwas schießen, oder? Da war was. Aber was? Hat die hier irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, hat sie hier irgendwie Zielscheiben aufgehängt oder irgendwas, die ich dann... Ich guck mal schnell ein bisschen rum. Wer weiß. Die hat mir irgendwas erzählt. Aber was? Nee, nee, das war nicht. Das ist ja dann wieder hier die Ente. Herausforderungskreise. Bei den im ganzen Revier zu findenden Steinkreisen handelt es sich nicht um spirituelle Artefakte, wie manche vermutet haben. Suche die Steinkreise und erreiche alle Herausforderungsziele von Carolina. Achso, ich soll nur alle Steinkreise finden. Sehr wahrscheinlich ist das das Ziel. Naja, okay, einen haben wir gefunden. Bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Denn ich laufe jetzt einfach mal diese Richtung. Ich laufe jetzt mal Richtung diesem See. Hier ist null. Null Viehzeug. Ich gehe mal zu dem anderen Tümpel. Und wir schauen mal. Es regnet. Was war der Regen? Hinter uns ist es stärker zu hören. Hier. Als wie vor uns. Jetzt hat er schon wieder aufgehört. Kein Wunder, dass die Bäume hier keine Blätter und nichts haben. Bei diesen extremen Regenfällen. Alter Vater. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Vielleicht finden wir ja doch irgendwas hier. Irgendwo, irgendwie, irgendwas. Maultier, Hirsch. Noch einer. Versammlung. Trabend. Leicht erhöht die Position, kann er nicht schaden. Wir schauen mal mit unserem Fötstecher, wo irgendwas zu sehen kriegen. Schaut nicht so aus. Diese Richtung vielleicht. Ne? Wir traben übers freie Feld. Völlig unauffällig. Da dampft's. Warum? Brennt's da oder? Ist das Nebel?
Warum ist hier alles tot? Also. Eine Bude. Habe ich die schon? Jawohl. Da auf der anderen Seite von dem See. Die haben wir schon. Wir könnten da. Naja. Ich wollte gerade sagen, wir könnten da hinreisen. Können es aber auch lassen. Wir laufen hier oben auf dem Hügel entlang. Für alle sichtbar. Ganz oben. Von oben nach unten zu schießen und zu gucken ist angenehmer wie von unten nach oben. Wie ich finde. Wobei, natürlich, wenn das Tier direkt vor dir steht oder halt zu dir her schaut, ist natürlich von oben so ein Herztreffer von vorne oder von leicht schräg vorne etwas schwieriger zu platzieren als wie von unten. Sehr wahrscheinlich hat das mir irgendwo im Display angezeigt, als ich das erste Mal in den Kreis reingelatscht bin vorher. Was weiß ich, eins von so und so viel Missionszielen gefunden oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich habe es bloß wieder nicht geblickt. Kann sein. Könnte sein. Jo. Otterbüffel. Wind steht günstig für uns. Ein Büffel sehe ich keinen. Wobei ja ich das schon geskillt habe, dass das die Richtung also möglichst eng wird. Am Anfang war das ja noch deutlich breiter gefächert. Gerade da. Der war ja von der Färbung her eher hell. Alter! Ich bin gleich tot. Da habe ich jetzt leider aus der Hüfte schießen müssen. Guck mal meinen Lebensbalken an. Jetzt weiß ich auch, wofür man diese Medipacks braucht. Und das war aggressiver Hundling.
Der konnte doch überhaupt nicht wissen, hier von da drüben, dass ich ihm ankragen will. So ein unfreundlicher Geselle. Hallo? Hilft ja nichts. Bronze. Lungenflügel links. Lungenflügel links. Ja, okay. Hier. Was war das? Hier haben wir mal von vorne. Da haben wir ihn hier. Ein Leichtkopfweh hat er bekommen auf alle Fälle. Würde ich sagen. Wieso ist denn der so? So schief hier. Von dem er Beutel machen will. Ist total schief. Okay. Das ist ein Mädchen. Na. Ja. Ein Euter. Gut, dann nehmen wir das mal an. Alter Vater. Sind noch mehr? Füllt sich eigentlich unser Lebensbalken wieder auf oder bleibt der jetzt für immer so, bis wir entweder krepieren oder selber verbluten quasi? Na gut, warum nicht? Büffel haben wir jedenfalls erlegt in der Folge. Jede Folge, also alle, was weiß ich, 20 bis 40 Minuten ein Tier. Real-life-mäßig eine gute Ausbeute. Hier im Game, naja. Da habe ich ja früher, ach guck mal hier. Wasserbüffel. Männchen. Stellen wir mal um auf 300. So. Da ist noch einer. Was bist du für einer? 6. Schwer. Pass auf. Hinlegen. Knarre nehmen. Könntest du dich umdrehen? Zu Papa. Das Gras ist auf der anderen Richtung viel frischer. Ich will mein Ding nicht anhalten. Sorry Leute, das ist so zittert. Ich will meine Luft jetzt gerade nicht anhalten, weil das mache ich erst, wenn der sich umdreht. Wir tun den mal noch ein bisschen im Visier behalten. Würde ich vorschlagen. Das ist wieder typisch. Jetzt. Halt. Sehr schön. Könnte Herz gewesen sein. Der eine kleine, ja, eine kleine Schlaufe ist er noch gelaufen und dann ist er zusammengebrochen. Ich überlege gerade, wie rum soll ich laufen? Ich
Ich muss ja um den See rum, weil wir haben unser Boot drüben gelassen, am anderen See. Und es müssten so knapp 300 oder knapp drüber gewesen sein von Entfernung. Ich renne mal rüber. Nicht, dass der zu lange in der Sonne liegt und schon halb verwest, bis wir den verwerten können. Weil die Bauarbeiter, die drüben unsere Bude aufbauen. Die haben ja Hunger. Und wir sollen die ja mit Futter versorgen. Die wollen natürlich auch nicht so halb vergammeltes Fleisch essen. Sondern darum machen wir uns auf den Weg und versuchen das relativ frisch einzusammeln. So der Plan. Wenn ich den eingesammelt habe, dann würde ich sagen, machen wir mal ein Päuschen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was erzählen über meinen 4-Tage-Trip Bochum und Essen und so. Das habe ich in der letzten Folge schon ein bisschen angefangen, aber ich bin ja da immer nicht der Allerschnellste. Ich wollte bloß sagen, dass es in dem ganzen Bochum nur eine einzige Currywurstbude gibt. Ja. Und ich habe immer gedacht, das Currywurstland da oben, aber das ist wie bei uns. Bei uns kriegst du auch keine Pommes, keine normale Bratwurst oder sonst was mehr oder geschweige denn ein Steak. Also Steak muss irgendwie ganz was Gefährliches sein, denn Steaks bekommt man nicht mehr. Früher hat man bei uns in diesen Katrinenmärkten und so, es sind ja auch immer so Boden, wo man fast mal immer Steak bekommen. So stinknormales Schweinehalssteak, ja. Das gibt es jetzt bei mir nicht so oft und darum esse ich das ganz gerne auf diesen Festivitäten da nochmal. Aber gibt's nicht mehr. Da ist noch einer. Naja, die waren ja zu zweit. Das würde ich mal sagen. Dass ich ein bisschen Angst habe. Wenn der mich aufpiekst. Nee, am Ende. Vielleicht rennt der ja aber weg. Lässt mich hier seinen Kameraden wenigstens noch aufnehmen. Vielleicht war das aber auch die Lady von ihm. Und die ist jetzt massiv angepisst. Da hinten. Hier kurz ein Foto machen. Goldwertung. Überall 100%. Ja, saubere Herztreffer. Das haben wir gut gemacht. Ja, da haben wir wieder von vorne hier. Richtig schön. Vermutet. Ah ja gut, das machen wir nicht. Annehmen. Und dann gucke ich gerade mal. Ob hier im Laufen genügend Schaden entstanden ist. Ich wollte gerade sagen, liegt hier eine Schildkröte, dabei ist es tödlicher Treffer.
Ach, das ist auch ein Männchen. Oh oh. Den haben wir nicht ganz so gut erwischt. Leider. Blutungsgrad gering. Ah, da liegt er. Ein Stück weit ist er doch noch gekommen, aber dann hat es doch gestimmt mit dem tödlichen Treffer. Da haben wir auf jeden Fall keine volle Punktzahl. Da hinten ist noch einer. Was anderes. Also hier kriegen wir so das eine oder andere Tierchen zusammen. Machen wir mal ein paar Fotos. Warum nicht? Hier Effizienzbonus gleich 0. Lungenflügel links. Okay. Waren wir einen Ticken zu weit oben. Bahnhof Wasserbüffel. Unsere Gesundheit regeneriert sich nicht im Laufe der Zeit, sondern die bleibt immer gleich niedrig. Also da müssen wir entweder Medizin zu uns nehmen oder, keine Ahnung, Spiel raus, Spiel rein. Vielleicht reicht aber auch das Reisen von einem Ort zum anderen, das weiß ich leider nicht. Trommelfell, falls ich die Stelle wieder nicht gefunden habe und das wieder nicht rausgeschnitten habe, was ich gerade genießt habe. Der Schuss war nicht schlecht, aber dann hat die Waffe wieder so verzogen, jetzt weiß ich nicht mehr, wo es war. Heide, nein. Irgendwo da, denke ich, liegt er da. Wasserbüffel. Passt, glaube ich. Ich saus da mal hin, der ist verstorben. Aber wir haben ja, glaube ich, da drüben nichts in der Richtung, haben wir ja nichts anderes an- oder erschossen. Und da wir da eine schöne Markierung haben, haben diese Senke hier, haben die ausgetreten, weil die immer hier entlang latschen, sehr wahrscheinlich. Auch nicht unbedingt Leichtgewichte sind. Noch einer.
Wir müssen unsere Schüsse jedenfalls gut platzieren, denn wenn der uns angreift, mit unserer Lebensenergie, dann sind wir ganz schön gelackmeiert. Nur mal so am Rande erwähnt. Tödlicher Treffer, gerade eben. Wenn du mal jetzt noch zockst. Wo die nächste Blutspur ist. Maultierhirsch. Ich nehme alles, was kommen möchte. Folge hier mal die Spur. So schlecht getroffen. Da liegt er. So wie er ist, Effizienzbonus 0%. Der war wohl schade, dass die so schlecht sind. So halb transparent, also. Sind jedenfalls noch mehr. Ich denke, dass wir früher oder später schweren Verletzungen erliegen werden. Guck mal, jetzt war dieser rote. Der wäre schick. 50 Meter draus. Jetzt auf der hinteren Seite ist er jetzt runter. Hinter der Kuppe. Schade. Sollen wir hier an der Stelle einfach mal eine Pause machen? Na, wie wäre das? Ich würde sagen, oder? Würde sich anbieten. Weil es hier gerade so schön ist. Weil wir gerade auch was erlegt haben. Da hören wir doch einfach mit einem sagte, hören wir doch mit einem guten Abschluss auf. Habe ich den gar nicht getroffen? Ich hätte schwören können, dass ich den getroffen habe. Ja, und du den halt. Wo ist eigentlich das Gebrüll von dem? Keine Ahnung. Irgendwo hier war doch unsere Hütte. Da könnten wir uns ein bisschen ein Sanitätstäschchen wenn wir wollten zulegen. Oder ich probiere mal aus dahin zu reisen und ich glaube dann, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher,
Aber dann könnte unsere Lebensenergie wieder aufgefüllt sein. Da brauche ich gar keine Sanitätstaschen. Hier drüben sieht es auch aus, als würde hier. Nee. Ich habe gedacht, das Ding hier. Da am Wasser. Dass das irgendwie ein Büffel beim Trinken sein könnte. Okay, ich mache hier eine Pause und verabschiede mich von euch. Diesmal haben wir wenigstens. Alter, jedes Mal, wenn ich sage, ich mache eine Pause, rennt mich hier fast so ein Kamerad über den Haufen. Okay, also. Ich mache jetzt eine Pause. Ich bedanke mich bei Jagd. Was jagt er? Büffel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und verbleibe wie immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Eddie. Da rennt schon wieder sowas. Ich fühle mich umzingelt. Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.